Hallo und herzlich willkommen zu Ecclesions Magica Shorts. Heute wahrscheinlich wieder mit einem verlängerten Shorts, also Shorts Extended. Jedenfalls haben wir heute den 27.04. und gestern soll das neue DLC rausgekommen sein, das, ja, Sumpfland heißt, genau. Das habe ich mir auch gleich besorgt und wollte es jetzt gerade einfach mal antesten und habe mir gedacht, ihr könnt einfach dabei zusehen, ja. Sumpfland soll ungefähr ein Left 4 Dead Verschnitt sein, das heißt, man kämpft wieder gegen Zombies. Und wie man aus meinen Let's Rush Videos weiß, bin ich nicht wirklich der beste Zombie-Kämpfer. Und ich denke mal, wir steigen einfach mal mitten ins Geschehen ein und schauen uns das an und ich erzähle euch dann ein paar weitere Fakten noch dazu. Ja, das passt alles, also legen wir mal los. Ja, außerdem gab es noch ein gratis DLC, auch eine Challenge Map, in der ihr, ja, etwas kämpft. Gute Frage. Wow. Das sind ein bisschen viele Zombies, um ehrlich zu sein. Ja, in der Challenge Map ist es so, dass ihr, wow, böse Zombies, dass ihr wieder mal nach alter Gewohnheit über keine Magiken verfügt, sondern die mit jeder Welle quasi findet, ja. Nein, ich glaube, das ist nicht so. Das voll gegen. Doch. Oh, wow. Wow. Also, ich bin echt schlecht in Challenge Maps. Um ehrlich zu sein. Von mir dürfte nicht viel erwarten, spielerisch. In dem Spiel. Ja, wie gesagt, eins ist gratis, eins kostet momentan bei Steam 2 Euro. Ist also nicht wirklich die Welt. Und ich denke mal, damit hat man auch seinen Spaß und ein bisschen was an Spielzeit. Ich meine, okay. Es kommt nicht wirklich was Neues dazu, muss man dazu sagen. Also, ja, es sind einfach nur zwei Karten, die relativ schöne Neuerungen haben. Spielen wir noch einmal. In ungefähr 3 Minuten erzähle ich euch dann die andere Map. Jo. Sonst, also, 2 Euro. Ich glaube, die 2 Euro hat so ziemlich jeder, oder? Oh, wow. Oder will mir jemand sagen, dass er nicht 2 Euro hat für so ein cooles Spiel wie Magicka? Und wenn nicht, ihr habt quasi, ja, ihr habt quasi auch die Gratis-Map, die könnt ihr auch mal spielen eine Zeit lang. Nennt sich Höhle. Und wird, ja, im Großen und Ganzen von Goblins beheimatet. Ich glaube, das wird doch ein Magicka Short. Alleine, ich glaube, ich bin zu schlecht für das Spiel, oder ich habe keine Ahnung. Das Problem hier an der Map ist, ich mache das noch einmal auf, um euch das hier zu zeigen. Offenes Terrain. Ohne irgendwelche speziellen Magiken ist schon irgendwie blöd. Um ehrlich zu sein. Wobei, wenn man sich natürlich ein bisschen besser mit dem Spiel auskennt, kann man es trotzdem schaffen, ja. Und ja, also es ist wirklich ein Left 4 Dead Verschnitt in meinen Augen. Weil ich habe selber nicht gespielt, aber ich habe ein paar Ausschnitte dazu gesehen und Videos. Und es sind einfach hier das Thema der ganzen Map, sind einfach Untote, die ja, versuchen euch zu töten und ihr das halt irgendwie nicht haben wollt, ja. Ihr wollt überleben. Ihr kämpft hier gegen Zombies und auch gegen diese komischen Affenverschnitte oder was das für Dinger sind. Wule wahrscheinlich. Ich meine, ihr könnt mich gerne aufklären darüber, was das für Dinger sind. Weil ich selber habe keine Ahnung. Stab der Toten. Was hat er nochmal gemacht?
Ja, toll, er weckt Verbündete. Haha. So, hier, was gibt es? Phönixbeschwörung. Also, heute gibt es auch nur die nützlichsten Zauber, hm? Upp, ja. Okay, 3 Minuten um, wir schauen uns die nächste Map an. Die nächste Map hat ein bisschen auch, wow. Ein paar technische Feinheiten, um ehrlich zu sein. Also da habt ihr dann noch ein bisschen was anderes zum Sehen, das seht ihr gleich. Ich habe es noch nicht wirklich so gespielt, ich habe nur herausgefunden, dass irgendwie meine Spieleinstellungen kaputt waren und habe es dann da ausprobiert. Aha, ein Lift. Oder Aufzug. Oh, und da kommen quasi dann auch die Gegnerwellen dann her. Teilweise. Ich weiß nicht, ob ich den Zauber machen sollte. Ja. Absturz auf dem Desktop, nicht die beste Idee. Wenn ihr euch fragt, woher ihr das Ding bekommt, das war Teil des Gratis-DLCs. Mea Culpa, glaube ich, heißt das Ding. Heißt so viel wie mein Fehler, meine Schuld, irgend sowas. Und ja, ich hatte keine Leutern, keine Ahnung. Und das ist ein recht lustiges Gimmick. Betonung auf Gimmick, weil ja. Die Chance, euch selber irgendwie wegzuschicken, ist ziemlich astronomisch hoch. Super. Das habe ich ganz vergessen. Dass man natürlich auf auch in Challenge Maps quasi solche Sachen nutzen könnte, wenn man nicht in der Höhle drin wäre. Also ich sehe vielleicht doch Chancen, ja, den Friedhof-Part zu schaffen, wenn ich Napalm einsetzen kann und mich auch schützen kann. Was? Müllen hier? Achso, Waffe. Ein Hammer mit... Probieren wir mal. Nein. Okay, das ist... Blöd. Gegner mit Schildern nicht von vorne treffen. Also ich werde jetzt dann im Anschluss gleich mal versuchen, ob ich Magicka Vietnam auch quasi spielen kann, damit ich endlich das nachliefern kann. Weil momentan liegt es nicht an der Flüssigkeit des Spiels quasi, dass ich sterbe, sondern einfach an meiner Inkompetenz, Challenge Modes zu überstehen. Ich finde, das Spiel ist einfach irgendwie schwer alleine. Okay, ich bin auch so einer, der Darksiders auf leicht durchgespielt hat und teilweise arge Probleme hat. Ja. Ja, ihr könnt ruhig euren Kopf schütteln. Ich wäre auch nicht stolz, mich zu kennen. So wie hier. Warhammer. Yeah. Upp. Na komm her. Na komm her. So. Ah, ja. Wenigstens Goblin-Waldläufer-Moves. Das verleiht einem Kraft für den ganzen Tag. Auch noch Feuer im Mund. Will mich da jemand veräppeln? So. Na. Na. Wo seid denn da? Da sind sie. Komm. Stirb. Oh, ein 5-facher Multiplikator. 25-fach. Naja. Da müssen wir noch wieder. Wow. Okay, was mache ich hier oben? Kann ich hier irgendwas ausrichten? Ich will nicht runter. Ich will ehrlich gesagt nicht runter. Nein. Okay, hier oben kann ich gar nichts tun. Außer ich lasse sie sich selber gegenseitig fertig machen. Das könnte ich natürlich machen. Oder ich könnte. Oh, wow. Warte, die sind jetzt oben. Ja. Die sind jetzt oben. Oh.
Nein, 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 nein. Komm. So. Mal schauen, haben wir da irgendwas? Kaputtes Schwert, toll. Wieso kriege ich immer die kaputten Sachen? Das ist so unfair. Oh. Teleportation. Natürlich hier. Kaputt. Zeitzerrung. Aha. Ist nicht wirklich so toll. Nein. Komm, komm, komm. Glück, Glück, Glück. Wow. Yeah. Welle 5 von 20. Level 6. Oh. Oh mein Gott. Nein. Nein. Ganz ehrlich, ist halt so ziemlich das fiese Skill, glaube ich, was existiert, oder? Was tut ihr mir hier an? Na komm, na komm, na komm! Wow! Na komm! Ich glaube, das war eine Granate von mir. Okay, wir lassen's. Also, wir seht's. Ein bisschen mehr, ein bisschen besser, ja. Ja, das so viel zu Magicka Sumpfland und Höhle, die zwei neuen Challenge Maps. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt mir einfach irgendwas. Und ja, wenn ihr wollt, dass ich mehr Challenge Maps mache, dann seid ihr wirklich fies zu mir. Aber ich könnte mal zusehen, was ich tun kann. Ja? Also ich verspreche gar nichts. In diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen und euch noch einen schönen Tag.